Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Nach exakt 3 Wochen Pause durfte auch der SV Meppen wieder am Drittliga-Alltag teilnehmen. Im Emsland waren die ambitionierten Herren aus Kaiserslautern zu Gast, der FCK mit dem Ziel angereist, wieder oben ins Tabellendrittel reinzurutschen. Der Auftakt für den FCK allerdings denkbar blöd. Handspiel Kraus schon nach 2 Minuten und in Minute 3 die Chance für Walde Drama zum frühen 1:0. Klasse gelöst vom Neuzugang aus Albanien. Grill ahnte die Ecke, kam aber nicht heran. Kaiserslautern verschlief die Anfangsminuten komplett, war total verunsichert in der Defensive, zeigte sich dann aber nach 11 Minuten mal offensiv. Pick. Und der holte dann diese Einzelaktion raus. Der Ausgleich aus dem gar nichts für den FCK, weil Florian Pick auch im 4. Auswärtsspiel der Saison die gegnerische Hütte traf. Es war ein mitreißendes Spiel in der Hensch Arena. Dann wieder Meppen, 19. Minute, Freistoß Amin. Und was für ein tolles Ding. Der passte perfekt ins Eck. Der Nationalspieler aus Afghanistan brachte Meppen wieder in Front. Grill erneut chancenlos. Und der FCK nach diesem 1:2 aus lauterer Sicht völlig von der Rolle. Meppen dagegen richtig heiß. Die hatten Bock zu zocken. Tankulic allein gegen alle und dann auch noch gegen Grill. 26. Minute. 3:1 Meppen. Tankulics erster Treffer seit Mai 2018. 3:1 zur Pause für Meppen. Sascha Hildmann reagierte, brachte Skalatidis und Sickinger für den 2. Durchgang. Aber es wurde nicht besser für den FCK. Im Gegenteil, Meppen weiter schwungvoll und richtig hungrig. Der bärenstarke Undaf, Egerer, Balmert. Wie easy ging das denn? 4:1 Meppen, 52. Minute. Erster Saisontreffer für den Außenverteidiger. Kaiserslautern wurde von Minute zu Minute schlechter. Sascha Hildmann wusste auch nicht, was das für eine Mannschaft war, die da auf dem Rasen stand. Und es wurde noch schlimmer. 64. Grill mit dem Foulspiel. 11 Meter für Meppen zum 2. Drama wieder ganz cool. Dieses Mal den U21-Nationalspieler im Tor des FCK verladen. 5:1. Das Trauerspiel aus lauterer Sicht war aber immer noch nicht vorbei. 81. Minute, Eckball FCF, Kopfball Egerer. Aber schauen Sie sich mal diese Abwehrarbeit an. Ein desolates Kaiserslautern ging komplett unter im Meppen. Endstand 6:1 für den SVM. In allen Belangen so viele Fehler gemacht, wie ich uns noch nie gesehen habe. Ist mir ehrlich gesagt unerklärlich und kann mich nur bei den Fans entschuldigen, die da mitgefahren sind, weil das ist schon hart gewesen heute. Ich glaube, der Gegner hat uns unfassbar viele Räume gelassen, die wir leider, muss man auch sagen, deutlich zu wenig genutzt haben heute. Ich glaube, wir hätten heute richtig was fürs Torverhältnis tun können. Ja, als Trainer muss man wohl immer ein kleines Härchen in der Suppe finden, aber das war ein richtig starker Auftritt des SV Meppen. Der höchste Drittligasieg der Vereinsgeschichte. Auf der anderen Seite viel Gesprächsbedarf beim 1. FC Kaiserslautern. Die 1000 mitgereisten Fans waren nicht zu beneiden, aber auch Sascha Hildmann nicht. Vielleicht war das sein letztes Spiel als Cheftrainer des FCK. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.